Teil 1. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 1. Mama, wie oft soll ich den Hustensaft nehmen? Moment, ich muss den Zettel lesen. Kinder unter 12 Jahren nehmen 3-mal am Tag einen Teelöffel. Also 3-mal am Tag. Ich weiß, der schmeckt nicht. Aber sei froh, dass du keine Tabletten nehmen musst. Und wenn es dir besser geht, dann gehen wir Eis essen. Mama, wie oft soll ich den Hustensaft nehmen? Moment, ich muss den Zettel lesen. Kinder unter 12 Jahren nehmen 3-mal am Tag einen Teelöffel. Also 3-mal am Tag. Ich weiß, der schmeckt nicht. Aber sei froh, dass du keine Tabletten nehmen musst. Und wenn es dir besser geht, dann gehen wir Eis essen. Nummer 2. Du, Lorenz, dürft ihr auch im Unterricht aufstehen und Wasser trinken? Was? Nein, wir dürfen nicht essen und nicht trinken. Kein Käsebrot, keine Limo oder so. Und ihr dürft Wasser trinken? Wie das denn? Ja, unsere Lehrerin sagt, Wasser trinken ist gut. Das hilft uns auch beim Lernen. Wir haben einen Tisch. Da stehen unsere Wasserflaschen mit Namen. Echt? Wie cool ist das denn? Du, Lorenz, dürft ihr auch im Unterricht aufstehen und Wasser trinken? Was? Nein, wir dürfen nicht essen und nicht trinken. Kein Käsebrot, keine Limo oder so. Und ihr dürft Wasser trinken? Wie das denn? Ja, unsere Lehrerin sagt, Wasser trinken ist gut. Das hilft uns auch beim Lernen. Wir haben einen Tisch, da stehen unsere Wasserflaschen mit Namen. Echt? Wie cool ist das denn? Nummer 3. Hilfe! Ich bin zu dick. Ich muss etwas tun. Mach doch Sport. Das macht fit und einen flachen Bauch. Joggen finde ich aber langweilig. Und Tennis auch. Ich gehe Dienstag und Donnerstag immer schwimmen. Komm doch mit. Gute Idee. Hilfe! Ich bin zu dick. Ich muss etwas tun. Mach doch Sport. Das macht fit und einen flachen Bauch. Joggen finde ich aber langweilig. Und Tennis auch. Ich gehe Dienstag und Donnerstag immer schwimmen. Komm doch mit. Gute Idee. Nummer 4. Guten Tag, ich bin die Steffi. Ich glaube, ich mache mal den Anfang. Tja, gesund leben bedeutet zuerst auch gesund essen. Was essen wir in der Pause, war darum Thema bei uns in der Schule. Im Schulkiosk gab es Sandwiches und Brezeln, auch Kekse und Schokolade, aber nichts Gesundes.
Doch ab jetzt kann man auch Müsli und Obst bekommen. Guten Tag, ich bin die Steffi. Ich glaube, ich mache mal den Anfang. Tja, gesund leben bedeutet zuerst auch gesund essen. Was essen wir in der Pause, war darum Thema bei uns in der Schule. Im Schulkiosk gab es Sandwiches und Brezeln, auch Kekse und Schokolade, aber nichts Gesundes. Doch ab jetzt kann man auch Müsli und Obst bekommen. Nummer 5. Achtung bitte! Eine Durchsage an alle Schülerinnen und Schüler des Schiller-Gymnasiums. Es wird ein heißer Tag heute. Das Thermometer zeigt schon jetzt um 10 Uhr die Temperatur von 25 Grad. Das bedeutet, dass heute nach der fünften Stunde hitzefrei ist. Ja, heute endet die Schule für alle um 11:45. Achtung bitte! Eine Durchsage an alle Schülerinnen und Schüler des Schiller-Gymnasiums. Es wird ein heißer Tag heute. Das Thermometer zeigt schon jetzt um 10 Uhr die Temperatur von 25 Grad. Das bedeutet, dass heute nach der fünften Stunde hitzefrei ist. Ja, heute endet die Schule für alle um 11:45. Nummer 6. Hey, was machst du mit dem Handy hier? Du weißt doch, dass das in der Schule verboten ist. Ist schon gut. Ich benutze es ja nicht im Unterricht. Ich muss heute zum Arzt und mein Vater holt mich ab. Dafür brauche ich es. So, und jetzt hole ich mir noch einen Joghurt vom Kiosk. Ach Mist, ich habe kein Geld dabei. Kannst du mir 70 Cent leihen? Ja, klar. Hey, was machst du mit dem Handy hier? Du weißt doch, dass das in der Schule verboten ist. Ist schon gut. Ich benutze es ja nicht im Unterricht. Ich muss heute zum Arzt und mein Vater holt mich ab. Dafür brauche ich es. So, und jetzt hole ich mir noch einen Joghurt vom Kiosk. Ach Mist, ich habe kein Geld dabei. Kannst du mir 70 Cent leihen? Ja, klar. Teil 2. Kreuzen Sie an, richtig oder falsch. Sie hören jeden Text einmal. Nummer 7. So, Herr Zahuber, da ist Ihre E-Card zurück. Gehen Sie jetzt damit in die Augenambulanz. Wie komme ich dorthin? Folgen Sie einfach der gelben Linie am Boden bis zum Lift und fahren Sie in den zweiten Stock. Dort sehen Sie wieder die gelbe Linie. Gehen Sie ihr nach bis zur grünen Glastür und geben Sie diese Unterlagen dort ab. Alles Gute, auf Wiedersehen. Dankeschön, ich denke, ich werde es finden. Nummer 8. Guten Tag. Ich möchte 5 Kinderkarten in einer Reihe für Harry Potter um 15 Uhr. Das schaut schlecht aus.
Ich habe nur noch 3 Karten in Reihe 7 und 2 Karten in der Reihe dahinter. Möchten Sie diese Karten? Naja, lieber sitzen die Kinder alle beieinander. Oder möchten Sie lieber Karten für die Vorstellung heute um 16.30 Uhr? Ja, das ist besser. Dann nehme ich die. Nummer 9. Guten Tag, gnädige Frau. Haben Sie Interesse an Gymnastik? Im 3. Stock eröffnet heute das Gymnastikcenter nur für Damen. Ach, wirklich? Ja, vielleicht gehe ich mal hin. Sie können heute gratis die Angebote ausprobieren und es gibt etwas zu trinken für die Besucherinnen. Kommen Sie, ich zeige Ihnen den Weg zum neuen Damen-Gymnastikcenter. Danke, ich glaube, ich komme später vorbei. Nummer 10. Hier ist Tom. Es tut mir leid, ich kann heute nicht kommen. Meine Frau ist krank. Ich muss mit ihr zum Arzt. Ich rufe dich morgen wieder an. Bis morgen. Teil 3. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 11. Hallo Hannes, hier ist Marco. Du, ich stehe am Bahnhof und war im Internet. Komm doch bitte ins Café am Markt und nicht zum Café am Park. Das ist heute leider zu. Also dann, bis gleich. Hallo Hannes, hier ist Marco. Du, ich stehe am Bahnhof und war im Internet. Komm doch bitte ins Café am Markt und nicht zum Café am Park. Das ist heute leider zu. Also dann, bis gleich. Nummer 12. Hallo Verena, hier ist Toni. Ich habe ein Problem. Mein Handy geht nicht mehr. Ich kann noch Fotos mit der Kamera machen, aber ich kann sie nicht per Mail schicken. Ich brauche die Fotos dringend auf dem Computer für eine Präsentation. Kannst du heute Abend kommen? Bitte. Bis bald. Hallo Verena, hier ist Toni. Ich habe ein Problem. Mein Handy geht nicht mehr. Ich kann noch Fotos mit der Kamera machen, aber ich kann sie nicht per Mail schicken. Ich brauche die Fotos dringend auf dem Computer für eine Präsentation. Kannst du heute Abend kommen? Bitte. Bis bald. Nummer 13. Hallo Eva, ich kann dich leider nicht vom Bahnhof abholen. Nimm die Straßenbahn. Es ist ganz einfach. Also, du nimmst die Nummer 3 bis zur Universität. Von dort musst du noch 5 Minuten gehen, dann bist du da. Parkstraße 13. Ich freue mich.
Lea. Hallo Eva, ich kann dich leider nicht vom Bahnhof abholen. Nimm die Straßenbahn. Es ist ganz einfach. Also, du nimmst die Nummer 3 bis zur Universität. Von dort musst du noch 5 Minuten gehen, dann bist du da. Parkstraße 13. Ich freue mich. Lea. Nummer 14. Guten Tag, Ilse Richter. Ich habe bei Ihnen morgen, Mittwoch, einen Termin um 3:30. Da muss ich jetzt leider arbeiten. Kann ich auch um 4:30 kommen? Bitte rufen Sie mich zurück. Danke und auf Wiederhören. Guten Tag, Ilse Richter. Ich habe bei Ihnen morgen, Mittwoch, einen Termin um 3:30. Da muss ich jetzt leider arbeiten. Kann ich auch um 4:30 kommen? Bitte rufen Sie mich zurück. Danke und auf Wiederhören. Nummer 15. Guten Tag, Zahnarzt Dr. Steinig. Unsere Praxis ist bis 31. Juli geschlossen. Unsere Vertretung ist Dr. Graf in der Leopoldstraße 48b. Telefon 47-83-752. Ab dem 1. August sind wir wieder für Sie da. Guten Tag, Zahnarzt Dr. Steinig. Unsere Praxis ist bis 31. Juli geschlossen. Unsere Vertretung ist Dr. Graf in der Leopoldstraße 48b. Telefon 47-83-752. Ab dem 1. August sind wir wieder für Sie da. Ende des Tests hören. Schreiben Sie jetzt Ihre Lösungen 1 bis 15 auf den Antwortbogen.